Ja, guten Morgen. Letztes Mal geht's darum, den tollen Boden da irgendwie nach Nordwesten zu bringen. Boah, es ist wirklich noch früh. Und das machen wir am besten mit solchen Schiffen. Ja, da ist der Weg ein bisschen etwas mit Luft. Gegnern gespickt. Müssen wir zuerst etwas freiräumen. Wir werden so schnell wie möglich immer schauen, dass wir die Einheiten aus den Booten rausbekommen. Also in den Booten selbst. Nicht wirklich was anrichten können. Hier sehen wir schon wieder, dass die Nagereinheiten auch ganz toll tauchen können. Übrigens, der Bote, also der Runner, steht nicht nur tatenlos da, sondern kann auch heilen. Also nicht so wie die Druiden, sondern hier so wie Menschenpriester. Katapulte haben wir übrigens deswegen mit, weil der Weg auch der Wasserweg nach Norden noch gespielt ist mit ein paar Türmen. Ich habe mir einen kleinen hinterhältigen Angriff der Nager, der bei meinen Testspielen leider nie vorgekommen ist, weswegen ich darauf auch nicht vorbereitet war. Wir werden den schon hinbekommen. Wenn wir die Vögel dann einzeln immer zu unseren Einheiten locken, also vor allem zu unseren Türmen locken, steht das gleich kein Problem da. Die Gefahr auch gebannt. Leider hat das etwas Zeit gekostet. Are we being invaded? I'm awake. I'm awake. Hi. Aim dead set. I stand ready. I'm game. The hunt is on. What news? Jetzt sollten wir uns wieder um die andere Seite kümmern. What is nature's call? Our time is short. Of course. Anudura. We're wasting time here. Justice will be done. Our warriors have engaged the enemy. We're wasting time here. The hunt awaits. Die Tore, die dann den Weg versperren, müssen natürlich auch befrieden. Ich glaube, hier sind noch dann zwei böse Flieger von den Naga, also zwei Vögel. Aber die verstecken sich, glaube ich, noch. We're wasting time here. There's no time to rest. Our warriors have engaged the enemy. Our gold mine has collapsed. So gesehen an sich ist die Mission ganz witzig. Aber es gibt halt leider nicht wirklich viele zu erzählen. Wir müssen weiterhin schauen, dass wir nach Norden kommen mit unseren. Our warriors have engaged the enemy. Mit unserem Runner. Während wir unsere Basis verteidigen. Hier können wir uns helfen, indem wir mit den Bogenschützen auf die Vögel schießen. Leider habe ich vorher unabsichtlich meine Einheiten weiter ausgeschickt aus der Basis und dadurch einige verloren.
ist der nördliche Eingang der Basis nicht wirklich stark bewacht. Ist uns aber nicht wirklich, ist nicht wirklich tragisch für uns. Da wir sowieso nur mehr ein kleines Stückchen weiter müssen. Hier verlieren wir sogar noch eine Einheit. Das ist alles wirklich nicht mehr so wichtig. Packen wir den Run and Shift. Das ist übrigens auch neu in den Missionen. Man kann rumliegende Goldmünzen aufsammeln und die sind dann je nachdem, wie es für eine Mission eingestellt ist, 200 bis 500 Gold wert. Weil es ein Zusatzeinkommen zur Goldmine, die man sowieso immer abbaut. Nachdem der Weg jetzt frei ist, nachdem der letzte Turm weg ist, schicken wir den Runner nach Norden und dann geht's weiter mit einer Zwischensequenz. Ilun grant that she reaches Shondo Stormrage in time. If not, Illidan may never be stopped. Jetzt geht's rüber zur anderen Seite. Nordrassel's roots seem to be healing well. I wish I could say the same for Fellwood. I fear the Legion's corruption will scar the glade permanently. Your druids will think of something. Perhaps Ysera or Alexstrasza could lend their... Your pardon, Shandor Stormridge, Priestess Tyrande. But she insisted that she be allowed to see you. Who are you, girl? What is so urgent? I am a servant of the Warden, Maiev Shadowsong. She who pledged to hunt down the betrayer, Illidan. Illidan? Explain yourself. Your pardon, Shondo. But your brother has raised a dark army from the sea and stolen a powerful demonic artifact. Even now, my mistress battles him on the Broken Isles. She requires immediate reinforcements. I will go. I will lead the sentinels there myself. No, my love. The druids and I can handle... I am the one who set him free. The responsibility is mine. Then we shall both go. If this girl's tale is true, Maiev will need all the help she can get. Yeah. Also kommen uns jetzt die Chefs von der Insel, also von Kalimdor, zur Hilfe. Während unsere Warden in ihrem Basislager festsitzt. Hold your ground, my warriors. Goddess willing, Shondo Stormrage will come. We've landed safely, but a few of our ships may have run aground on the outlying islands. I hate to leave any of our forces behind, but we simply have no time to wait. My owls have already scouted ahead of us and found Maiev's location. She and her forces are under attack, but we'll need to pass through the jungle to reach her. Perhaps force of nature will speed our way. We'd best make haste. I doubt Maiev's forces can hold out much longer. Jetzt haben wir hier unseren Trupp, der gelandet ist. Der muss nach Osten zur Basis von Maiev. Das hat übrigens keinen Einfluss darauf, wie schwer die Basis ramponiert wurde in der letzten Mission. Die sieht immer gleich aus, also man braucht sich in der letzten Mission wirklich keine Gedanken, die Basis zu machen. Das hat keinerlei Auswirkungen. Hi. Are we
Auch hier werden wir mit unserem Trupp immer Gold aufsammeln. I don't know, but these creatures feel familiar somehow. Richard Nightelves, we are the Naga. We are the future. Na okay, und mit dem Spruch hören wir hier auf und das nächste Mal geht's weiter. We must move quickly to save Maiev.